Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von U1 Aktuell. Die Zahlen steigen und steigen. Inzwischen ist Omikron die vorherrschende Corona-Variante auch in Oldenburg. Wie man im Gesundheitsamt mit der Situation umgeht, dazu dann gleich unser erster Beitrag. Und das haben wir sonst noch für Sie. Oldenburger Energiecluster, neues Networking. Mission 2030, Plan International im Landesmuseum Natur und Mensch. Janssen animiert, noch bis Sonntag zu sehen. Projektraum 2, Erinnern und Gestalten. Ab wann gelten die von Bund und Ländern letzten Freitag beschlossenen neuen Quarantäneregeln? Aktuell ist der 16. Januar im Gespräch. Danach soll es Ausnahmen von der Quarantäne für Kontaktpersonen geben, nicht für Infizierte. In Oldenburg ist dies aber bereits seit Ende Dezember schon der Fall. Viel ändern wird sich hier also nicht. Klar ist, auch in Oldenburg ist die Omikron-Variante vorherrschend. Das Robert-Koch-Institut hat, und das war der Stand am Mittwoch, binnen 24 Stunden 80.430 Corona-Neuinfektionen und damit einen neuen Höchstwert für Deutschland gemeldet. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg von 387,9 auf 407,5. Und auch in Oldenburg steigen die Zahlen, so Dr. Holger Petermann, Leiter des Gesundheitsamtes. Der Wert, der angibt, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen 7 Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben, war hier am Mittwoch mit 435,7 sogar noch höher als im Bundesdurchschnitt. Wir haben ja für Niedersachsen 85% Omikron-Variante mit der entsprechenden Ansteckungsfähigkeit. Und das merken wir jetzt in Oldenburg auch. Die Zahlen steigen trotz aller Maßnahmen, trotzdem sich die Bürgerinnen und Bürger zurücknehmen. Sie bekommen jetzt einfach ihre Infektion, auch wenn sie teilweise geimpft oder geboostert sind, was aber im Prinzip nicht schlimm ist. Denn ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ist es so, dass wir nur leichte Verläufe beobachten. Also die Menschen haben 2 oder 3 Tage Schnupfen, haben vielleicht ein bisschen Fieber, denen geht es nicht so gut. Und danach geht es dann wieder aufwärts. Das gilt zumindest für die Geimpften und die Geboosterten. Probleme bereitet dem Gesundheitsamt die sogenannte Kontaktpersonennachverfolgung. Hier kommt man aufgrund der hohen Zahlen an Neuinfektionen einfach nicht hinterher, so Holger Petermann. Stellen Sie sich vor, wir haben heute irgendwas um 170 Fälle. Wenn jede dieser 170 Fälle 5 bis 10 Kontaktpersonen hat, das schaffen Sie nicht mehr. Wir sind dabei zu sagen, wir verfolgen die Positiven nach, informieren die, geben die in die Absonderung. Das ist ja dann keine Quarantäne, mit der Auflage, ihre Kontaktpersonen zu informieren. Wenn diese Symptome verspüren, sollen sie sich bitte an die Hausärztin, Hausarzt wenden, um dort einen Test zu bekommen. Und sie können auch einen Schnelltest machen, um selber sicher zu gehen. Wenn sie Symptome bekommen, wie gesagt, müssen sie sowieso dann sich krankschreiben lassen und eben sich testen lassen. Wir geben das so ein bisschen in die Verantwortung der positiv Getesteten, weil wir es einfach nicht mehr schaffen. Wer aber muss als Kontaktperson jetzt eigentlich in Quarantäne? Und wann gilt man als Kontaktperson? Kontaktpersonen sind Sie, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn Sie engen Kontakt zu jemandem hatten, der Corona-positiv getestet wurde. Die 24 Stunden vorher gelten ja für uns. Enger Kontakt ist unter 1,50, ohne Maske, über einen längeren Zeitraum in einem geschlossenen, unbelüfteten Raum. Das sind so verschiedene Beispiele von Konstellationen, die da erfüllt sein müssen, sodass Sie diese Einstufung kriegen. Unklar bleibt weiterhin, ab wann die von Bund und Ländern letzten Freitag beschlossenen neuen Quarantäneregeln gelten. Aktuell ist der 16. Januar im Gespräch. Danach soll es Ausnahmen von der Quarantäne für Kontaktpersonen geben, nicht für Infizierte. In Oldenburg ist dies aber bereits seit Ende Dezember schon der Fall, so Dr. Petermann. Hier wird sich nicht viel ändern. Also die Frage 15., 16. stellt sich sozusagen nicht. Die Frage stellt sich letzte Woche, diese Woche. Aber alle, die den rechtsgültigen Bescheid eben haben, müssen dann eben in Quarantäne bleiben. Aber eben dann mit der Möglichkeit, sich freitesten zu lassen. Das räumen wir den Menschen schon ein. Also wenn sie die Möglichkeit haben, sich frei zu testen, und es ist dann möglicherweise der 10. Tag dann oder der 9. Tag, dann testen sie sich halt am 9. Tag frei, obwohl sie sich dann nach der neuen Verordnung am 7. schon hätten freitesten können. Also da sind wir dann relativ, wie soll ich sagen, kulant. Verkürzte Quarantäne für Kontaktpersonen, vereinfachte Isolierung Infizierter. Bereits am 24. Januar sollen die nächsten gemeinsamen Beratungen über das Vorgehen in der Corona-Krise stattfinden. Klar ist, und das sieht auch der Leiter des Gesundheitsamtes so, man wird mit dem Virus leben lernen müssen. Wir werden irgendwann dieses Virus sowieso nicht wieder los. Das heißt, wir müssen anfangen, dann damit zu leben. Und die am besten damit leben, sind die Geimpften, die Geboosterten. Das ist so. Alle anderen werden dann krank, durchseuchen sich sozusagen, sagt man ja eben dann, haben einen gewissen Schutz, Immunschutz dann auch, sodass wir irgendwann perspektivisch wieder zurückkehren müssen zur Normalität, wie es dann beispielsweise mit dem Influenza-Virus, also der Grippe, dann eben auch ist.
Mit der Wahl der neuen Bundesregierung sollen jetzt vermehrt die Weichen für eine klimagerechte Zukunft gestellt werden. Wie sich zukünftige Marktakteure, dezentrale sowie lokale Strukturen entwickeln werden und welche Rolle die Digitalisierung dabei einnehmen wird, das diskutierte man auf dem Neujahrstreffen des Oldenburger Energieclusters. Herr Henschel, schön, dass Sie da sind. Sie sind Vorsitzender des Oldenburger Energieclusters, kurz OLEC. Die Zukunft des Energiesystems beginnt. Jeder nimmt am Energiemarkt teil. Unter dieser Überschrift haben Sie sich heute digital getroffen beim Neujahrsnetworking. Was erwartet uns denn beim Energiesystem der Zukunft? Einiges, um das vielleicht gleich vorweg zu sehen, denn wir haben eine veränderte Situation in den letzten Jahren jetzt schon, aber ich kann auch gleich sagen, durch die Entwicklung auch auf der Bundesebene jetzt, wie man auch die Klimaziele erreichen will, zum Beispiel unter anderem mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, werden wir ein ganz neues Energiemarktdesign in der Zukunft haben müssen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Wir haben mehr als 2,5 Millionen Menschen, die mittlerweile schon irgendwo indirekt oder direkt am Energiemarkt in Deutschland beteiligt sind. Und wenn man mal selber schaut, früher hat man morgens die Kaffeemaschine angestellt, auf den Knopf gedrückt. Heute wird man vielleicht sagen, ich gucke noch mal eben in mein Smartphone und schaue mal ganz genau nach, wie mein Energieverbrauch eigentlich ist. Was sagt mein PV-Speicher? Und last not least, Elektromobilität, pardon. Ist ja auch ein Aspekt. Viele Menschen, immer mehr Menschen fahren E-Autos und sind jeden Tag mit dem Thema Aufladen beschäftigt. Das heißt also, man steckt immer mehr in einem Energiemarktsystem drin und der Sprung dazu, dass man demnächst auch Anbieter wird von Energie, also zum Beispiel über die Batteriespeicherung oder auch im Bereich Wärme, Wärmepumpen, das ist nicht mehr allzu weit. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat am Dienstag die Eröffnungsbilanz Klimaschutz vorgelegt. Ein ziemlich vernichtendes Urteil, was er da eigentlich gefällt hat. Er sagt, die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen sind in allen Sektoren unzureichend. Mhm. Haben wir denn nichts gemacht in den letzten Jahren? Naja, wir können ja aus OLEC-Sicht, kann ich das ja vielleicht sagen, auch in der politischen Diskussion der letzten Jahre, auch vielleicht Jahrzehnte, was man sicherlich feststellen kann, wir hatten immer mal Situationen gehabt, wo frühere Bundesregierungen auch die Märkte relativ stark strapaziert haben. Ich denke nur an den Ausbau oder das Einknicken von Windenergie. Als man damals das Modell verändert hat in Richtung Ausschreibungsmodelle, hat man gemerkt, wie ein sogenannter Fadenriss stattgefunden hat, wo ja auch viele Unternehmen auch in unserer Region offenbar große Schwierigkeiten hatten, weil damit die Planungssicherheit für Windenergie nicht mehr gegeben war. Das muss man einfach konstatieren. Da sind auch einige Unternehmen, wie sagt man so schön, über den Deister gegangen und konnten sich nicht weiterentwickeln. Das betraf ja auch in früheren Zeiten schon mal Bioenergie und Photovoltaik. Insofern ist diese Analyse erstmal, denke ich mal, so festzuhalten. Und sicherlich kann man auch zweitens sagen, dass eine Energiesystementwicklung, wie wir sie brauchen, um bestimmte Klimaschutzziele zu erreichen, in der Vergangenheit nicht stringent verfolgt wurde. Es gab da auch immer mal wieder Situationen, wo man das Gefühl hatte, ist das jetzt eigentlich in sich stimmig, was man da angeht. Nun hat Herr Habeck natürlich, das ist natürlich auch der typische politische Aufbruch, den man hat, erstmal gesagt, wo stehen wir und was werden wir vielleicht auch realistisch in den nächsten Jahren nicht erreichen, nämlich die Klimaschutzziele für 2021, vielleicht auch sogar bis inklusive 2023. Das Plädoyer für den starken Ausbau der erneuerbaren Energien, also 80% bis 2030, die Reduktion der Treibhausgase 65% bis 2030, aber auch in Verbindung damit den Ausbau der Photovoltaik nach vorne zu treiben, ist natürlich aus Sicht eines Netzwerks wie von OLEC natürlich richtig und wichtig. Denn wir müssen uns immer sortieren und sagen, wo fangen wir denn jetzt erstmal an? Und wir haben ja festgestellt, wie in den letzten Jahren die Windenergie eingeknickt ist oder wie auch der Zubau zum Beispiel auch in Niedersachsen im letzten Jahr relativ schwach war. Wir hatten 48 Windanlagen, die in 2021 gebaut wurden. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir 10-mal so viel in den Jahren vorher auch entsprechend hatten. Das heißt, hier fehlt es an einem Gesamtsystem von Anreizen und Umsetzen. Dazu gehört natürlich auch das Thema Planungsrecht, Genehmigungsverfahren. Das ist ja auch nochmal deutlich angesprochen worden. Das zeigt aber auch gleichzeitig wiederum, und da möchte ich von Herrn Habeck jetzt mal weiterleiten in Richtung Land als auch in Richtung Kommune, es bedarf eines Zusammenspiels aller drei Ebenen. Denn wenn auf kommunaler Ebene das Thema Planungsrecht, Genehmigungsaspekt dort nicht vollzogen werden kann, haben wir nach wie vor das Problem, dass hier ein Investitionsstau stattfindet und dass eventuell auch möglicherweise dann nicht mehr in Windenergie investiert wird. In den Energiemarkt der Zukunft müssen die BürgerInnen mit einbezogen werden. Das ist doch deutlich gesagt worden, weil letztlich ist es in Verantwortung von uns allen.
Man kriegt es aber immer wieder mit, gerade beim Ausbau von Windenergie gibt es immer wieder Proteste. Ne? Mhm. Horizontverschmutzung, Landschaftsverschandlung, Naturschutzverbände laufen Sturm, dass es nicht landschaftskonform, naturkonform wäre. Was will man da machen? Ja, ich will gar nicht verhehlen, dass es nicht immer einfach ist und sicherlich auch nicht immer alle Standorte richtig sind zum Ausbau von Windenergie. Aber wir haben ja auch entsprechende Abstandsbereiche, die werden ja und müssen ja auch entsprechend eingehalten werden. Das ist ja schon mal ein gewisser Schutz auch für Bürgerinnen und Bürger. Aber wenn ich zum Beispiel an das Thema des Abbaus alter Anlagen und des Neubaus an gleicher Stelle denke, da wird ja auch oft schon ein Riegel vorgeschoben, wenn also, es verhindert ja letztendlich eigentlich auch die Wirtschaftlichkeit der Windenergie, wenn dann gesagt wird, werden die alten Anlagen abgebaut, die neuen nicht zugelassen, dann haben wir ja de facto einen Verlust. Das heißt also, dann haben wir einen Abbau an der Stelle. Da muss man sich schon wirklich fragen, ist das eigentlich auch verantwortlich, ist das eigentlich auch sinnvoll? Wir können nicht auch als Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite sagen, wir stimmen der Klimaneutralität zu oder der Klimaschutzentwicklung. Und ich sag mal, das haben wir vielleicht auch bundespolitisch ja auch durch Wahlverhalten ja möglicherweise auch mit unterstützt. Dann können wir auf der anderen Seite nicht sagen, wie sagt man so schön in Deutsch, not in my backyard, also Englisch, ja. Also nicht in meinem Garten. Also bei mir bitte nicht, macht es bitte woanders. Das heißt, wir brauchen hier noch eine stärkere Überzeugungskraft für die Akzeptanz, vielleicht auch ein stärker noch verantwortliches Handeln, auch ein ethisches Gefühl, auch zu sagen, da engagiere ich mich. Ich bin da eigentlich guter Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht auch so ein bisschen durch die ganzen Entwicklung über Fridays for Future, da auch Generationen auch haben werden, die vielleicht auch noch stärker die Verantwortlichkeit sehen, jedes Einzelne zu sagen, ich muss mich dafür engagieren. Wenn man so über Klimaneutralität spricht und Energieerzeugung, kommt man zurzeit nicht an dem Thema Kernkraft vorbei, was vielleicht erst ein bisschen widersprüchlich erscheint. Die EU will Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig einstufen, der dort produzierte Strom soll als klimafreundlich gelten. Hätte man vielleicht doch auf Kernkraft setzen sollen? Ja, das ist eine schöne Frage. Wir haben ja in Deutschland die Diskussion über Jahrzehnte auch entsprechend gehabt. Ich denke, wir müssen hier Folgendes festhalten. Wir sind auf der europäischen Ebene, kommen wir von verschiedenen Ausgangssituationen. Wir haben traditionelle Länder, die noch heute stark in der Atomenergie aktiv sind, die auch das wieder entfachen. Schweden, Frankreich zum Beispiel auch. Wir haben auch in verschiedenen Ländern nicht die Diskussion gehabt, wie wir in Deutschland in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten. Der Atomausstieg in Deutschland 2011, ja damals nach Fukushima, hat ja hier zu einem Umdenken auch entsprechend und zu einer Umleitung auch von Investitionen auch entsprechend geführt. Das war nicht in allen Ländern Europas der Fall, das muss man auch ganz deutlich sagen. Das heißt, man hat ein anderes Bewusstsein, ein anderes voranbringen. Wir haben natürlich da auch sehr stark schon unsere Vorreiterrolle im Bereich erneuerbare Energien von deutscher Seite auch entsprechend genutzt. Aber, und das natürlich gehört auch zur Wahrheit dazu, wir haben ein europäisches Gesamtgebilde, auch im Bereich der Klimaschutzpolitik und der Energiepolitik. Das heißt, wir müssen uns irgendwie arrangieren an der Stelle. Natürlich ist die Atomenergie kritisch zu sehen. Das brauche ich nicht groß zu erzählen. Auch bei den neuen Atomkraftwerken der Zukunft, man spricht ja da teilweise schon von Atomkraft 2.0, werden wir die ungelöste Frage der langfristigen Entsorgung auch entsprechend haben. Das war ja auch letztendlich Ausgangspunkt damals der Diskussion in Deutschland zu sagen, was machen wir denn alles mit den Brennstäben? Wo sollen sie denn endgelagert werden? Wir haben ja eigentlich da immer noch keine Lösung. Das heißt, wir beschäftigen uns ja eigentlich immer noch mit diesen Altlasten, werden uns auch in den nächsten Jahrzehnten noch damit beschäftigen. Das heißt, man kann nur allen Befürwortern der Atomenergie sagen, wenn ihr heute diese Energiediskussion anfangt, dann geht man darüber hinaus, auch jetzt schon darüber nachzudenken, wo wollt ihr denn entsprechend das Ganze dann auch langfristig dann auch lagern. Insofern ist unsere Diskussion im Bereich Atomenergie ja vor allen Dingen von diesem Aspekt ja auch bestimmt gewesen. Und jetzt zu der Frage der Klimaschutz oder Klimaneutralität. Ja. Das ist natürlich letztendlich ein oberflächlicher Gedanke, weil wir wirklich an der Stelle, eigentlich auch eine Umleitungsdiskussion haben. Also wenn wir damit verursachen auf europäischer Ebene, dass zum Beispiel die Investitionsbereitschaft dann wieder abnimmt im Bereich erneuerbare Energien, auch gerade in der internationalen Energiewirtschaft, und wieder stärker umgeleitet wird in möglicherweise Versprechungen für Atomenergie, kann das eigentlich insgesamt der Klimaneutralität zum Beispiel auch europaweit nicht dienlich sein. Klimagerecht handeln, das will man nicht nur beim Oldenburger Energiecluster. Die Erlebnisausstellung Mission 2030 globale Ziele erleben der Kinderrechtsorganisation Plan International macht zurzeit Station in Oldenburg. Die interaktive Ausstellung, die im Landesmuseum Natur und Mensch zu sehen ist, will die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen kindgerecht erlebbar machen.
Mit den Begriffen Agenda 2030 oder UN-Nachhaltigkeitsziel ist ein Beschluss gemeint, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2015 in New York gefasst hat. Mittels 17 gemeinsam definierter Ziele soll ein zukunftsgerechteres Wirtschafts- und Gesellschaftssystem entstehen, in dem Ungleichheiten, Benachteiligungen und irreversible Umweltbelastungen weltweit keinen Platz mehr haben. Bei der Ausarbeitung dieser Ziele war auch die Kinderrechtsorganisation Plan International beteiligt und lädt aktuell Menschen ab 12 Jahren dazu ein, sich im Landesmuseum Natur und Mensch mit 7 der 17 Ziele genauer zu befassen. Mai Evers von Plan International Deutschland e.V. Also wir sehen das als unseren Bildungsauftrag, die SDGs voranzubringen und Menschen darüber zu informieren und damit sie handeln können, damit sie selbst die SDGs auch unterstützen können. Das sind die Ziele, zu denen wir hauptsächlich arbeiten, Plan International, weil das sind unsere Fokusziele, das sind Themen, zu denen wir viel sagen können, wo wir uns auskennen. So geht es also im Wesentlichen um die Bedeutung von ausgeglichenen Lebensverhältnissen, Chancengleichheit sowie einem schonenden Umgang mit Ressourcen. Doch wie vermittelt man Jugendlichen, die in Oldenburg aufwachsen, dass Frieden oder der Zugang zu Bildung und sauberem Wasser eben nicht selbstverständlich sind? Ja, wir haben zum Beispiel das Beispiel von Joshua in Ghana. Das ist eine reale Person, der in Ghana in einem kleinen Dorf lebt. Die Kinder lernen das Dorf kennen, sie lernen Joshua kennen und sie können selber ausprobieren, wie schwer es ist, Wasser zu tragen über einen längeren Zeitraum. Und sie können ausprobieren, sie können sehen, wie Latrinen gebaut werden. Sie können mithelfen, ein Tippitap zu bauen, eine Wasserhandwaschanlage. Und auch wenn wir hier in Oldenburg Zugang zu sauberem Wasser haben, ausruhen können wir uns nicht. Insektensterben, Meeresmüll, die Erlebnisausstellung Mission 2030 wird im Landesmuseum um regionale Perspektiven von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen ergänzt. Verschiedene Projekte der Oldenburger Kunstschule und von dem Netzwerk Social Land Art Project haben sich mit den drei ausgewählten Nachhaltigkeitszielen weniger Ungleichheiten, Leben unter Wasser und Leben an Land auseinandergesetzt. Kerstin Preuß vom Landesmuseum Natur und Mensch. Es handelt sich um eigene Projekte dieser beiden Partnerinstitutionen, nämlich die Kunstschule Oldenburg wird, das ist noch nicht zu sehen, aus einem laufenden Kurs die Thematik Meeresmüll bespielen und hat aus einem großen Kunstschulprojekt alles zum Thema Massensterben, also Insektenschwund, hier gezeigt. Das ist auch das hinter mir, was so anschaulich ist. Und SLAB e.V. hatte ein Projekt, das hier jetzt präsentiert wird, das heißt Zuhause in der Fremde. Alle UN-Mitgliedstaaten haben den nachhaltigen Entwicklungszielen zugestimmt. Nun müssen sie bis 2030 umgesetzt werden. Doch dass in 9 Jahren tatsächlich ein zukunftsgerechteres Wirtschafts- und Gesellschaftssystem entstanden ist, bezweifelt auch Mai Evers vom Plan International. Dennoch ist sie optimistisch. Ich bin davon überzeugt, es wird auch eine Nachfolgezielsetzung geben, also die globalen Ziele. Das ist die erste Anstrengung der Weltgemeinschaft, aller Staaten der Welt gemeinsam, Ziele zu erreichen. Und das ist eine ganz tolle Aktivität, eine ganz tolle Sache. Und ich glaube, okay, durch Corona sind wir zurückgefallen, durch die Finanzkrise sind wir ein Stückchen zurückgefallen. Wir werden im Jahr 2030 sicherlich neue Ziele, neue Wege finden, gemeinsam daran zu arbeiten, dass es weniger Armut auf der Welt gibt. Mission 2030 globale Ziele erleben. Die Mitmachausstellung der Kinderrechtsorganisation Plan International ist ab sofort noch bis zum 18. April des nächsten Jahres in Oldenburg zu sehen. Man will Probleme, aber auch Lösungsmöglichkeiten für unterschiedliche Herausforderungen aufzeigen, um die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Im Kampf gegen Corona erweitert die Stadt Oldenburg erneut ihr Impfangebot und eröffnet auf dem Campus Harentor der Karl von der Jetzke Universität ihren mittlerweile 4. Impfpunkt. Hier wird ab dem 17. Januar jeden Montag zwischen 10 und 15 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft. Somit ist es für Bürgerinnen und Bürger ab sofort möglich, sich in Oldenburg von Montag bis Freitag spontan und ohne Termin impfen zu lassen. Wer bisher noch keinen EU-Kartenführerschein besitzt, muss, wenn er oder sie den Geburtsjahrgängen 1953 bis 58 angehören, bis zum 19. Januar 2022 den Papierführerschein in einen EU-Kartenführerschein umtauschen. Aufgrund des nahenden Stichtags und der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es nicht möglich, kurzfristig ausreichend Bearbeitungstermine für die Umtauschanträge vor Ort in der Führerscheinstelle zur Verfügung zu stellen.
Deshalb bietet die Stadt Oldenburg ein ergänzendes Antragsverfahren an, bei dem der Antrag ohne Terminbuchung schriftlich an die Führerscheinstelle gestellt werden kann. Die Antragsunterlagen und weitere Informationen zum Umtausch sind auf der Internetseite der Stadt Oldenburg unter www.oldenburg.de/umstellung-eu-kartenführerschein zu finden. Seit über 20 Jahren sorgen die Masken-Walk-Acts des Blauschimmel-Ateliers immer wieder für Überraschungen. Im Rahmen des Projekts Teilhabe schaffen, Theater ermöglichen, startet nun ab Frühjahr eine neue inklusive Maskengruppe. Alle interessierten Menschen, die Lust haben, das Maskenspiel kennenzulernen, an regelmäßigen Proben teilzunehmen und bei Auftritten dabei zu sein, sind jetzt schon herzlich eingeladen, sich im Blauschimmel-Atelier zu melden. Anmeldung und Kontakt unter 0441 2480 999 oder kontakt@blauschimmel-atelier.de. Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenlos. Das Projekt wird gefördert von der Aktion Mensch und der GSG. Eine Gruppenausstellung ist noch bis Sonntag im Horst-Janssen-Museum zu sehen. Seit Jahren sind die hier ausgestellten KünstlerInnen auf dem Gebiet der Zeichnung und künstlerischen Animation tätig. Für Janssen animiert haben sie sich in Janssens Zeichnungen, Aquarelle und Radierungen vertieft, zum Teil auch vor Ort im Grafikdepot des Museums. Herausgekommen sind sehr unterschiedliche Filme, die einen ganz anderen, neuen Blick auf Janssens Werk erlauben. Janssen animiert heißt es derzeit im Horst-Janssen-Museum und der Titel der neuen Sonderausstellung ist dabei durchaus doppeldeutig zu verstehen. Fünf KünstlerInnen haben sich mit dem Werk Janssens auseinandergesetzt und es filmkünstlerisch animiert. Entstanden sind Geschichten, die kritisch und poetisch, aber auch analytisch und humorvoll auf die Figur und die Zeichnung Janssens eingehen, freut sich Jutta Musterhoost, Leiterin des Horst-Janssen-Museums. Natürlich war gewünscht eine künstlerische Auseinandersetzung mit Horst Janssen, gerne gegen den Strich auch ihn bürsten, das war erwünscht die Idee war möglichst ein breites Spektrum. Janssen hat ja verschiedene Schaffensphasen und es ist tatsächlich auch geglückt, aus dem Frühwerk, aus den späten Phasen Dinge zu nehmen, die als Vorlage dienen für neue Filme. Die Ausstellung Janssen animiert ist bereits die zweite Zusammenarbeit des Museums mit Lines Fiction, der Online-Plattform für Zeichnung und Animation von Bettina Munk, die selbst auch mit einer Arbeit vertreten ist. Für sie steht der Künstler Janssen im Vordergrund. In ihrer Computeranimation Zeige deine Wunde nicht, verwebt Munk das zahnlose Lachen Janssens mit den Selbstbildnissen von ihm, die häufig mit offenem Mund, doch nie ohne Zähne gezeichnet wurden. Ich habe mich für den Künstler entschieden. Das hat sich entschieden von selbst eigentlich fast, als ich online ein Bild von ihm gefunden habe, das ich doch sehr außergewöhnlich fand. Weil auf diesem Bild, da steht er in einer Menge, zu einem offiziellen Auftritt, steht er ohne Zähne. Er hat also eingeschlagene Zähne. Und dieses Bild ist ein Bild, was einen doch im 21. Jahrhundert von einer Person, die respektiert werden möchte, ziemlich irritiert. Man würde das heute nicht mehr vermuten, dass sich jemand so in die Öffentlichkeit stellt. Und auch Petra Lottja hat sich mit dem Mensch Horst Janssen auseinandergesetzt. Ihre Animation Die Liebe zum Kopffüßler spricht Grundbedürfnisse, Ängste und Ambivalenzen des Menschen an. Ich habe mich um die Biografie ein bisschen gekümmert, dann selbstverständlich um die Arbeiten auch. Und dann habe ich alles ein bisschen zur Seite geschoben und gewartet, was bleibt in mir übrig als Empfindung oder was möchte ich machen mit diesem Material. Und dann fand ich den teilweise einfach so unmöglich und er hat mich einfach an ein Kind erinnert. Das war für mich kein großer Weg, um darauf zu kommen. Und dann war das für mich völlig schlüssig, dass wenn ich das Verhalten eines Kindes zeige, auch die Zeichnung so einfach wie möglich halte. Ebenfalls mit dem jungen Janssen bzw. dann mit seinem Frühwerk beschäftigt sich Aline Helmke. Sie hat sich die Radierung aus der Guten Morgen-Mappe von Horst Janssen von 1958 für ihre Geschichte vorgenommen. Sie erzählt, mit den bei Janssen gefundenen Bildelementen und in einer Kombination aus gezeichneten und im Computer bewegten Bildern von der Beziehung Janssens zu seiner dritten Frau, Verena von Bettmann-Hollweg. Janssen ist in jedem Fall ein Künstler, der sehr genau beobachtet. Das sieht man in seinem Gesamtwerk. Es fängt im Frühwerk an und setzt sich bis zu seinem Spätwerk fort. Ich fand sein Frühwerk besonders interessant, weil es mir bislang noch nicht so präsent war. Und er hat da so eine Spontanität drin, die mich interessiert hat und die ich gerne ins bewegte Bild übertragen wollte. Norbert Trummer hat die Radierung von Horst Janssen in den 1990er Jahren kennengelernt und war beeindruckt von dessen Leichtigkeit als Zeichner und Grafiker. Das Nonsenswort
Blue Kralafiratin für den Titel seines Animationsfilms setzt sich aus den Anfangssilben der 6 verwendeten Jansen-Motive zusammen. Blumen, Krähe, Langusten, Fisch, Ratten, Insekten. Ich habe selbst einmal eine Arbeit gemacht in einem naturhistorischen Museum. Da waren lauter ausgestopfte Tiere, so im Stil des 19. Jahrhunderts, in Vitrinen zu sehen, etwas zerfledert schon. Und mit denen habe ich einmal so eine Animationsarbeit gemacht, dass sich die dann auch zu bewegen beginnen. Und da war es für mich naheliegend, auch dieses Thema bei Jansen aufzugreifen. Und weil das halt irgendwie auch auf eine groteske Art lustig ist, dass die toten Ratten plötzlich so sich bewegen oder irgend sowas passiert. Nicht? Wild, zärtlich, widerborstig und psychedelisch, so beschreibt Matthias Beckmann Jansens Leben. Künstlerisches Vorbild seit Beckmanns Teenagerzeit, steht bei seiner Arbeit aber der Literat Horst Jansen im Mittelpunkt. Also das Werk hat mich schon länger beschäftigt, auch so wie bei Norbert Rummer schon relativ lange. Und ich fand es interessant, dass er auch ein schreibender Künstler ist. Und ich bin von einem Text ausgegangen, und wo es um das Gucken geht und das Zeichnen. Und habe dann Bilder dazu erfunden oder mich auf das Werk auch bezogen, auf die Person. Es ist so eine Mischung. Seit Jahren sind die hier ausgestellten Künstlerinnen auf dem Gebiet der Zeichnung und künstlerischen Animation tätig. Für Jansen animiert haben sie sich in Jansens Zeichnung, Aquarelle und Radierung vertieft, zum Teil auch vor Ort im Grafikdepot des Museums. Herausgekommen sind sehr unterschiedliche Filme, die einen ganz anderen neuen Blick auf Jansens Werk zulassen. Um Erinnerungsorte geht es im Projektraum 2 des Stadtmuseums. An 3 Mitmachstationen können die BesucherInnen ihre ganz persönlichen Bezüge und Gedanken zu Oldenburg in die Arbeit des zukünftigen Museums einfließen lassen. Seit Mitte November ist er zu besuchen, der 2. Projektraum des Stadtmuseums Oldenburg. Angesiedelt in der Langen Straße 10 geht es diesmal um Erinnerungsorte, beschreibt Ria Klaue, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stadtmuseum, den Projektraum. Es gibt gerade hier in diesem Raum sozusagen ein Schwerpunktthema zum Begriff Erinnerungsorte. Und da ja in diesem Begriff spiegeln sich halt ganz viele Themen rund um das Thema Erinnern in einer Stadt wieder. Und in diesem Raum haben wir halt einige interaktive Stationen entwickelt, die wir dazu nutzen wollen, sozusagen in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft, mit unseren Gästen hier im Projektraum das Thema zu diskutieren. 3 Mitmachstationen beschäftigen sich mit dem Stadtraum und dem persönlichen Bezug eines jeden zu Erinnerungsorten, egal ob sie noch im Stadtgebiet sichtbar sind oder schon nicht mehr existieren. So befragt man die OldenburgerInnen zum Beispiel dazu, welche Orte der Stadt ihnen am wichtigsten sind, so Alexander Duschek, wissenschaftlicher Volontär. Die 10 Orte mit den meisten Stimmen, die werden dann rausgenommen von uns und dann wird im Team recherchiert, Bildmaterial, Hintergründe, Informationen und dann gibt es eben wieder die sehr markanten orangenen Banner in der Stadt zu sehen, die dann auch einen QR-Code haben, damit man eben mit schneller Zugänglichkeit dann direkt auf der Museumsseite landet und die entsprechenden Hintergründe nachlesen kann. 2 weitere Stationen laden dann dazu ein, eigene Perspektiven und Erinnerungen auf Oldenburg in wachsende Ausstellungsstücke einzubringen, so etwa beim Erinnerungsnetzwerk. Unser Überkonstrukt ist natürlich die Stadt. Also was bringen verschiedene Menschen in Kollektiven, in Gruppierungen, Communities, was sind für sie Erinnerungsorte, worüber sich für sie die Stadt Oldenburg konstituiert, also worüber für sie identitätsstiftend Merkmale einer Stadt sich herauskristallisieren. Hier werden dann Erinnerungen, hier werden Orte in Bezug zueinander gesetzt. Die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten, verknüpft mit der Deportation und Ermordung der jüdischen Bevölkerung, kann dabei ebenso Thema sein wie der Oldenburger Kultursommer, verknüpft mit dem Cinecar oder dem Schlossplatz. Und noch eine weitere Station gibt es. Hier werden im wahrsten Sinne des Wortes Erinnerungen miteinander verflochten, so Alexander Duschek, wissenschaftlicher Volontär. Die Verschiedenheit der einzelnen Geflechte ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Also wir sehen darin auch so eine Metapher durch diesen Stabwebrahmen, quasi ein Erinnerungsgeflecht, Erinnerungen, die an die Stadt Oldenburg geknüpft werden, so als Flickenteppich. Eine Stadt entwickelt sich ja auch dadurch, dass verschiedene Gruppierungen unterschiedliche Erinnerungen, unterschiedliche Ansprüche, Wichtigkeiten damit einbringen und am Schluss entsteht dann eben etwas Ganzes und so soll es ja auch mit der Zeit dann werden. Das Angebot in den Projekträumen stößt bislang auf viel Interesse, freut sich die wissenschaftliche Mitarbeiterin Ria Glaue. Und vielleicht trifft man ja so auch auf die zukünftigen StadtmuseumsbesucherInnen. Wir möchten natürlich jetzt in diesem
Im Moment der Schließphase des Museums haben wir mit diesem Projektraum ja die Möglichkeit, auch neue Zielgruppen anzusprechen, die sonst noch nie ja, vielleicht vom Stadtmuseum gehört haben oder sich vielleicht noch nicht reingewagt haben oder vielleicht immer gedacht haben, da gibt es nichts für mich, das ist ja alles Geschichte. Aber wir versuchen halt hier wirklich eine Möglichkeit zu gemeinsam zu entwickeln, eine Beziehung herzustellen, wie das alltägliche Leben in der Stadt oder das zukünftige Leben in der Stadt wirklich mit auch Entwicklungen in der Vergangenheit auch die Zukunft sozusagen prägen. Der Projektraum in der Langenstraße 10 ist noch bis zum 22. Januar zu besuchen. Im Frühsommer wird dann ein weiterer Projektraum eröffnen. Und das war es dann auch schon wieder mit O1 aktuell für heute. Werfen wir noch eben einen Blick auf das Wetter am Wochenende. Es ist und bleibt trüb. Auch heute ließ sich die Sonne nicht blicken. Nach 8 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 4 Grad zurück. Der Samstag beginnt dann neblig. 6 Grad sind es am Tag, 5 in der Nacht. Und auch der Sonntag ist wolkenverhangen. Bei 7 Grad am Tag und 3 in der Nacht. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Berichten von der Wesermündung. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.